liebe Jagdfreunde, Jagd ohne Hund ist Schund, das wissen wir alle. Und aus diesem Grund widmen wir uns in dieser Folge auch mal den Hunden. Hier neben mir, das ist Dori, das da hinten ist Bilbo und wir haben hier als Gast den lieben Elias. Elias ist ein guter Freund von mir, der viel mit seinen Hunden unterwegs ist, viel mit denen macht und erlebt. Ja, jetzt stelle ich mal vielleicht ganz kurz vor, was du so machst. Ja, du weißt, wie ich heiße, ihr da draußen noch nicht. Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Elias, keine Ahnung, 15, 16, 17 Jahresjagdscheine ungefähr. Und meine Jagdpassion ist durchgehen mit den Hunden. Das ist das, was mir Freude bereitet. Und darüber hinaus ist es mir wichtig, dass die Hunde im Familienalltag gut funktionieren. Und hier auf YouTube gibt es viele, viele Hundetrainer und Hundeleute, von denen man viel lernen kann. Und ich bin keiner davon. Ich bin einfach der ganz normale Hundehalter, so wie ihr da draußen auch. Vielleicht kann ich euch zwei, drei Sachen erzählen, die ich schon gelernt habe, die ihr noch lernen müsst oder die wir zusammen lernen können. Und deswegen bin ich heute hier, um ein bisschen was über die Vierbeiner zu erzählen. Ja, wie du schon gesagt hast, wir wollen jetzt hier keine Hundeausbildung vermitteln in diesem Video, sondern du sollst einfach mal als ganz normaler Hundeführer jetzt hier fungieren und so ein paar Tipps. Gerne. Wie kommt man rein in die ganze Hundegeschichte? Was sollte man beachten? Wo kriegt man Infos? Ja. All solche Geschichten, dass du einfach mal ein bisschen was erzählst. Das mache ich gern. Also ganz klar, ganz vorab, ich habe keinen Paragraph 11 und habe auch noch nicht hunderte Prüfungen geführt. Und insofern, ich kenne auch nur diese eine Rasse. Mhm. Es gibt da draußen sicher viel erfahrenere Koryphäen und auch Leute, an die man sich wenden kann, sowohl ehrenamtlich als auch professionell, wenn man Ratschläge braucht. Das ist erstmal mein erster Tipp. Wenn man zum ersten Hund kommt und vielleicht auch in der Familie keinen hat, der irgendwie Hundeerfahrung hat, holt euch Rat, holt euch Hilfe, geht in eine Welpengruppe, geht zum Kreisjagdverein oder in eine Hundeschule. Wichtig ist, dass die Leute da Erfahrung auch mit Jagdhunden haben. Und das ist, was mir ganz gut geholfen hat, lest, schaut YouTube-Videos. Ich habe zwei, drei Bücher dabei, die mir geholfen haben. Kann ich auch nachher mal in die Kamera halten. Und ist gut. Schluss. Das gehört nämlich auch dazu. So ein Hund hat auch einen eigenen Willen. Die haben jetzt hier hinten eine Katze gesehen und würden da gerne am liebsten los. Also darauf kommen wir nachher auch noch zu sprechen. Die Alltagstauglichkeit des Hundes ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und dazu gehört der Gehorsam. Alles Themen, die wir heute anreißen. Aber vielleicht nochmal auf deine Frage. Wo kann man noch Tipps kriegen? Hier bei YouTube. Es gibt, packen wir nachher in die Kommentare, ganz interessante Channels. Ich folge gerade ganz gerne einem aus der Schweiz, Jagdkinologisches Institut nennen die sich, glaube ich. Aber es macht auch Sinn, über den Tellerrand hinauszuschauen. Also im Hundesport gibt es interessante Sachen, wo auch wir Jagdhundeleute eigentlich nur mit offenen Mündern daneben stehen können. Diensthundewesen, also all das, wo der Hund eine Aufgabe für den Menschen übernehmen soll, ist eigentlich das, was man sich angucken kann, um zu lernen. Ja. Das heißt, alles, was wir an guten Links und Infos haben, packen wir hier unten in die Beschreibung. Da könnt ihr einfach mal schauen. Der Lars hat mich gebeten, so ein bisschen was quasi über die Basisausstattung zu erzählen, die man braucht. Und ich habe mir gedacht, wir fangen erstmal damit an, was braucht denn der Mensch, das Ende der Leine, eigentlich als Basisausstattung. Und da würde ich als erstes mal den Punkt Gelassenheit und Entspannung ins Feld führen. Deswegen sitze ich auch. Der Hund ist auf meiner Höhe. Das ist das Erste, was ich euch zeigen will. Wenn man den Hund da am Boden hat und man kommt als Mensch von hier oben und muss die ganze Zeit in gebückter Haltung, am besten noch an einem kleinen Täckelchen herumarbeiten. Total stressig. Bilbo Platz. Wenn man mit dem Hund arbeiten will, dann setzt man ihn am besten irgendwo erhöht hin. Und dann kann man, du bist nicht dran, Platz, kann man auch mit dem ganz entspannt arbeiten. Dann ist er hier auf der Höhe. Dori, schau mal, Apport. Und man hat selber gar nicht den Weg nach unten oder weit nach oben, sondern hier einfach auf Handhöhe. Das ist das Erste, was ich zeigen will. Aus und Platz. Außerdem geht es mir dabei darum zu zeigen oder zu erklären, dass man neben der Gelassenheit und der Entspannung auch ein Stück weit Selbsterkenntnis braucht. Man muss sich bei der Hundeausbildung ein Stück weit immer hinterfragen. Es hilft auch tatsächlich, sich selber aufzunehmen und
vielleicht mal einen Spiegel oder eine Schaufensterscheibe zu nutzen, um zu schauen, was macht der Hund, wenn er hier neben mir ist. Jetzt guckt der Hund gar nicht auf mich, sondern schaut da hinten, wer da rumläuft. Also wenn man so einen Spiegel hat, das kann ein menschlicher Spiegel sein, das kann ein echter Spiegel sein, das kann auch einfach das Handy auf dem Stativ sein, dann hilft das, um sich selber zu hinterfragen, um zu reflektieren, was man da tut und um sich das eben, wenn man sich verbessern will und wenn man den Hund verbessern will, sich das einfach nochmal hinterher anzuschauen. Das sind eben die zwei Punkte, Selbstreflexion, Gelassenheit, Entspannung. Und außerdem, das gilt für alles, wo man an sich selber arbeitet oder mit anderen arbeitet, sowohl mit Menschen als auch mit Tieren, Disziplin. Viele Schritte und vor allem viele kleine Schritte an sich selbst und an dem Tier. Der Hund wird niemals verstehen, dass er als Welpe einen 1000 Meter Lauf machen sollte, zum Beispiel. Es geht darum, erst einen Schritt nach dem nächsten zu machen, ganz kleine Schritte, damit man, wenn was schief geht, auch nur einen kleinen Schritt zurückgehen muss. Und das sind so die drei Punkte, die ich denke, die für Anfänger wie mich und euch ganz wichtig sind, die man beachten sollte, wenn man anfängt, um das mal ganz auf einer großen Ebene zu lassen und gar nicht darüber zu sprechen, welche einzelnen kleinen Trainingsschritte es denn gibt. Und wo man denn hin will mit dem Gehorsam, wenn man die Punkte Sitz, Platz, Bleib, bei Fuß und so weiter bedenkt. Sitz, bei Fuß. Sitz, Sitz. Thema Basisausstattung. Was ist wichtig für Basisausstattung für den Hund? Fangen wir erstmal mit dem wichtigsten Thema an. Reinigung und Sauberkeit. Man muss bei dem Hund anfangen und schauen, ist der Hund sauber? Ganz entspannt in die Ohren schauen können, den Hund überall auch anfassen können. Das ist wichtig, dass ihr von Beginn an euren Hund überall anfassen lernt und dass der Hund auch lernt, dass er überall angefasst werden darf. Also dass man auch in die Schnauze schaut und in die Augen, weil es ist wichtig, dass man ein sauberes Tier hat, weil Hygiene und Gesundheit beginnen bei der Sauberkeit. Außerdem, ich bin hier nicht alleine auf der Welt, es gibt Nachbarn, Menschen, Gäste. Und wenn man schon meinen Pulli anguckt, nach nur ein bisschen Hundestreicheln, alles voller weißer Haare. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera nicht so. In ein Restaurant würde ich so jetzt nicht gehen wollen. Also Sauberkeit ist ein ganz wichtiges Thema und deswegen auch die Beutelchen. Ist einfach eine Frage der Höflichkeit und der Menschlichkeit, sich so gegenüber seiner Umwelt zu benehmen. Und das bringt mich zu der Basisausstattung dessen, was man irgendwie so vom Prinzip schon können muss, bevor wir überhaupt darüber reden, mit dem Hund jagdlich zu arbeiten. Das sind die Grundkommandos, dazu zähle ich Sitz, dazu zähle ich Platz, dazu zähle ich Bleib, dazu zähle ich bei Fuß und alles Weitere kann man da vom Prinzip drauf aufbauen. Und das ist das, was auch ein vergleichsweise junger Hund, der ist jetzt 17, 18 Monate, können muss. Und deswegen habe ich hier diese Kiste mal mitgebracht. Diese Kiste, die hilft dem jungen Hund dabei, sich zu konzentrieren. Der Hund, wenn ich mit dem Kommandos übe, Sitz, das geht als akustisches Kommando, Sitz oder mit einem Pfiff. Und es muss als nonverbales Kommando gehen. Das heißt, wenn ich jetzt meine Hand nach unten bewege, soll sich der Hund hinlegen, ohne dass ich mit ihm darüber rede. Und wenn ich sie jetzt wieder nach oben lege, ich habe hier ein bisschen Motivationsunterstützung mitgebracht, geht der Hund wieder hoch. Wieso ist diese Kiste da? Man sieht ganz genau, der Hund bleibt in der Kiste. Ich habe, um das mal zu vergleichen, eine kleine Tochter. Wenn die jetzt schreiben lernt in der Grundschule, die hat auch nicht gleich ein weißes Blatt Papier, wo nichts drauf ist, sondern die kriegen in der Grundschule, zumindest war das bei mir damals so, ich weiß nicht, ob freies Schreiben heute die Menschen da anders ticken, ein ganz kleines Heft, wo nicht viel Platz ist, mit drei Linien. Und man muss die Buchstaben genau in diese Linien zirkeln. Die kleinen Buchstaben in die unteren beiden, die großen in die großen und höchstens beim Buckel S darf man irgendwo vielleicht mal über die Linie gehen. Und das ist das Gleiche hier für den Hund. Gerade als er noch viel jünger war, musste der Hund erstmal lernen, ich muss in einem begrenzten Raum bleiben und mich auf mein Herrchen oder mein Frauchen konzentrieren. Und das hilft dem Hund. So eine Kiste. Und mit den Kisten kann man, die ist jetzt ganz einfach aus Restholzern gebaut, viele Übungen aufbauen und unterstützen, weil der Hund erstmal versteht, okay, das ist mein Trainingsort, hier muss ich mich konzentrieren. Das geht natürlich auf 100 anderen Ecken
Hier oben, habe ich ja vorhin schon gesagt, der Hund sitzt ein bisschen höher, man ist ganz entspannt, man muss nicht hier unten irgendwo rumfummeln, das dehnt hier und nervt. Also das ist so das, was ich als Basisausstattung sehe. Reinigung, Grunddinge an Hundeausstattung, Napf und so weiter, habe ich drüber geredet. Und eben dann den Grundgehorsam. Das sind, glaube ich, die drei Dinge oder vier, ich habe es jetzt gar nicht mitgezählt, die für einen Erstlings- oder Anfängerhundeführer die wichtigsten sein sollten. Die einfachen Übungen, die kann man dann auch irgendwann freimachen. Hier, zieht's vor, außenrum, zieht's bei Fuß, du bleibst da, Platz. Und jetzt habe ich den Hund einfach mit einem kleinen Leckerli zur Motivation. Fuß, Sitz, außen vor, Sitz, außenrum, Sitz, Platz, Platz. Der Hund ist auf mich fokussiert, der ist auf das kleine Ding, was ich in der Hand habe, fokussiert. So kann er sich sein Futter auch erarbeiten. Und das sind so die kleinen Dinge, mit denen man Bindungen anfängt aufzubauen, mit denen man ein Training aufbaut. Und die jetzt natürlich für die Hunde in dem Alter eigentlich überhaupt nicht mehr relevant sind. Aber da kann man einfach mal zeigen, wo man am Anfang hin wollte, bevor man überhaupt irgendwo rausgeht auf die Jagd oder den Hund im jagdlichen Training führt, sollte das, was man früher Stubendressur nannte, nach meiner Auffassung eigentlich schon sitzen. Und ich finde, jetzt zeigt der Hund ein ganz gutes Verhalten, das, was ich mir eigentlich auch wünsche. Ich habe ihm gesagt, Platz, und der Hund legt sich hin und bleibt entspannt. Ihr habt das gerade gesehen, Kopf auf die Pfoten. Und das ist ja das, was ich will. Ich will einen scharfen Hund, ich will einen triebstarken Hund, aber einen Hund, der nach Möglichkeit dabei auch entspannt ist, weil er eben im Restaurant oder neben dem Sandkasten auch keine Gefahr darstellen soll. Bleiben. 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 Und nimm's. Fein. Elias, ich habe dich ja auch erlebt, als du den Bilbo da unten zu deinen Füßen neu bekommen hattest. Und da habe ich dich schon manchmal ganz schön hadern sehen, sage ich jetzt mal, weil er wirklich sehr, sehr wild und ungestüm war. Wenn ich das jetzt so sehe, wie du mit Bilbo umgehst, ist das schon ein gewaltiger Schritt, der da passiert ist. Also extrem. Das heißt, wo ich jetzt drauf hinaus möchte, ist jetzt so deine Einstellung am Anfang, als du einen neuen Hund hattest, wie das war und wie man da vielleicht sich auch durchkämpfen kann am Anfang, jetzt auf der menschlichen Seite. Also als Mensch, der ich ja auch bin, mache ich ausschließlich Fehler. Und das Einzige, was ich in der Hundeausbildung oder in meiner Hundeausbildung machen kann, ist versuchen, meine Fehler abzustellen. Und ich hatte das Glück, dass ich bei diesem Hund sehr, sehr viele Fehler machen konnte und der Hund viel mitgebracht hat. Im Punkt Gelassenheit, im Punkt Gehorsam. Und ich dachte, naja, schaffst du einen zweiten Hund an, das macht viel mehr Spaß auf der Drückjagd und das wird dann genauso. Und dann guckt man natürlich beim zweiten Hund noch ganz anders. Was hat die Urgroßmutter für einen Lautwert und wie ist der Zuchterwartungswert und guckt sich verschiedene Zwinger an und fährt auch mal rum. Und also jedenfalls sucht man sich dann einen Hund aus, von dem man denkt, der wäre noch besser für die Bedürfnisse, die man hätte, geeignet. Und dann holt man sich so einen 8 Wochen alten Welpen ins Haus und dann beginnt man wieder nur Fehler zu machen. Und das ist eben das, worauf ich hinaus will, was am Anfang wichtig ist, dass man versucht, selber möglichst wenig Fehler zu machen. Ja. Jawohl, pack mal hier hin, komm mal her. Hier, Bilbo, komm hier. Ja, was ist da? Ja. Ja, hier packt sie. Jawohl, gut, ja, fein. Dabei braucht es schon eine hohe Frustrationstoleranz. Du hast das gerade gesagt, du hast mich am Anfang da erlebt. Und dann holst du dir so einen 8 Wochen alten Welpen und lässt den abends mal kurz in den Garten, weil du denkst, naja, das hat der Alte auch gemacht, dann geht er kurz in den Garten. So, dann haut der Welpe ab. Und hatte ihn natürlich nicht an irgendeiner Leine oder an irgendeinem Halsband. Und es ist 10 Uhr nachts im Januar und dunkel und der Welpe stromert da herum und du siehst ihn nicht. Ja. Da ist die Gelassenheit dann vielleicht schon mal dahin gegangen. Ich hatte zu der Zeit, oder wir hatten zu der Zeit, auch menschlichen Nachwuchs bekommen, sodass das Haus mit 2 Kindern und 2 Hunden sehr voll war. Und ich kann das nicht unbedingt empfehlen, das so zu machen. Wir sind jetzt da durchgekommen und ich habe das vorhin schon angesprochen, Thema Disziplin und Selbsterkenntnis. Das ist eben was auch dazu gehört. Also man muss sich dann die Zeit nehmen, sich zusammenreißen,
und mit dem Hund arbeiten. Man muss auch konsequent sein, man muss dem Hund klar machen, wo seine Rolle in diesem familiären oder menschlich-tierischen Rudel ist. Und dazu gehört Konsequenz. Ganz klar, es geht nicht ohne Konsequenz. Und Konsequenz kann bei einem triebstarken, jagdlich passionierten Hund auch bedeuten, dass man ihn in seine Schranken weist. Es geht gleichzeitig nicht ohne Gelassenheit. Man darf sich von so einem Hund auch nicht provozieren lassen. Der testet ja auch seine Grenzen aus. Und da habe ich, und das ist eigentlich das, was mich an der Hundearbeit auch so reizt, im letzten Jahr auch viel wieder über mich selbst gelernt, an mir selber auch gearbeitet. Und bei der Hundearbeit geht es für mich irgendwie nicht immer nur darum, irgendwie ein tolles Prüfungsergebnis zu erzielen, sondern eben auch selber Spaß zu haben, was über mich zu lernen und was auch ja für mich zu machen. Das ist ja am Ende ein Hobby. Ich verdiene ja kein Geld damit, kann auch keinen Mensch damit beeindrucken, sondern ist ein Hobby und das soll mir auch Spaß machen. Ja, ich wollte zum Thema Gehorsam noch zwei, drei Sachen ergänzen, die ich noch nicht beigebracht hatte. Ihr seht hier den Hund, den wir nicht vor der Sonne schützen müssen, sondern an dem wir euch einfach zeigen wollen, dass ein Hund auch was dulden muss. Wenn ich mit ihm Quatsch mache, wenn ich ihm eine kleine Leckerkeit hier auf die Nase lege, schone, dann sind das für mich die Grundvoraussetzungen für die Hundearbeit, dass der Hund gehorsam ist, dass er duldet, was der Mensch mit ihm tun will und dass er es dann irgendwann, na, jetzt ist runtergefallen, Bilbo Show, na, hat er sich genommen, dass er dann dadurch auch irgendwie eine Belohnung erfährt. Und das sind die beiden Punkte, leg dich hin, Platz, Platz, die in der Hundeausbildung eigentlich für mich, wenn wir über Thema Grundlagen des Erstlingsführers sprechen, womit man sich auch beschäftigen sollte. Also Motivation ich sag mal das schlimme Wort Zwang. Jawohl! Fein! Wie lernt so ein Hund überhaupt? Da gibt es tausende wissenschaftliche Abhandlungen. Man kennt das mit Pavlov und der Glocke und dem Speichelfluss. Es gibt super Bücher, das ist ein etwas älteres. Ihr seht das schon ramponiert. Granderath, ich empfehle das sehr gerne, gibt es aber nur noch antiquarisch. Es gibt es auch ganz modern und neue. Und wenn viele Leute Bücher schreiben und Leute wissenschaftlich darüber arbeiten, ist natürlich auch klar, gibt es verschiedene Denkschulen und Denkmuster, wie man so einem Tier oder einem Hund was beibringt. Und klar, über die Lerntheorien ist viel geschrieben worden. Und deswegen will ich euch nur so ganz grundhaft ein bisschen in diese Diskussion, die es dazu gibt, einführen. Die einen sagen, der Hund lernt nur über Motivation. Motivation kann das hier sein, das ist kein Stein, das ist ein Leckerli. Motivation kann Beschäftigung sein, Motivation kann ein Spielzeug sein. Und die anderen, die sagen eher dieses Thema Zwang, Unterordnung und versuchen, den Hund zu etwas zu zwingen. Zwingen ist erstmal ein hartes Wort, in unserem heutigen Sprachgebrauch eigentlich auch nahezu ein unerwünschtes Wort. Aber dass der Hund jetzt hier so sitzt und der da einfach losgelaufen ist, hat natürlich auch was im weitesten Sinne mit Zwang zu tun. Und dass ein Hund bei mir sauber bei Fuß geht, ist im weitesten Sinne auch Zwang, weil das ist natürlich, wenn wir jetzt abgesehen vom Thema Laufen in Rudeln sprechen, nicht der erste Wunsch des Hundes in der Fußgängerzone, sauber neben seinem Herrchen zu sitzen, zu liegen oder zu laufen. Und das sind so die Dinge, wo ich sage, da müsste es eigentlich mit anfangen. Und alles, was dann hinterher kommt, schleppen, legen, Fährten treten, stöbern, nicht anschneiden, apportieren, all diese Thematiken, die bauen eigentlich darauf auf, dass die Bindung zum Hundeführer stimmt, dass der Hund weiß, wieso er da was machen soll und dass die Grundkommandos und der Grundgehorsam funktionieren. Und das ist auch das, was den Hund alltags- und familienfreundlich macht. Liebe Zuschauer, jetzt haben wir einen ganzen harten Drehtag hinter uns. Ich bin auch nicht mehr der Frischeste wie heute Morgen, aber
Zum Schluss wollen wir euch noch mal ein paar Sachen zeigen, die man so gebraucht oder nicht gebraucht für die Hundeausbildung. Wir fangen mal an im Bereich der Apportel. Die Apportel haben den Sinn und Zweck, den Hund darauf vorzubereiten, was er später an echten Wildstücken tragen soll. Das fängt dabei an, dass er sicher hält, dass er auch schwere Gewichte hält und dass er die schweren Gewichte so bringt, dass das hinterher kostbare Wildbrett nicht zerstört ist. Man fängt hier mit sowas ganz kleinem an, vielleicht 200, 250 Gramm, steigert sich auf 500 Gramm schwimmfähig und geht hier bis 4 Kilo und hat eben verschiedene andere Möglichkeiten. Hier ist ein ganz interessantes Apportel. Das hat hier Reißverschlüsse und kleine Taschen an der Seite, sodass man die Gewichte auch variieren kann. Hier ein halbes Kilo, hier ein Viertelkilo, sodass der Hund lernt, ich greife mein Wild in der Mitte und trage es und lerne auch verschiedene Gewichte und Schwankungen, wie ein Fuchs, der Läufe hat und eine Lunte, das einfach auch auszugleichen. Und für die richtig schweren Aufgaben, einen schweren Waschbär, Bären oder einen schweren Fuchsrüden, gehen wir irgendwo hier hinten hoch auf die Gewichte mit am Ende 4, 5, 6 Kilo, sodass der Hund auch gewohnt ist, zu tragen und auch schwere Lasten zu tragen. Beim Tragen geht es nicht nur darum, dass er einen Kilometer so ein Ding hält und trägt wie ein Irrer und sich verspannt, sondern es geht auch vor allem darum, dass der Hund regelmäßig diese Bewegung macht, heben. Durch das Heben wird der Griff gefestigt und wird die Bewegung hier hoch, der gesamte Rücken, viel besser trainiert als nur durch das reine Tragen. Das ist zum Thema Apportel, das zu sagen. Und bei anderen Ausrüstungsgegenständen, beziehungsweise das gilt vom Prinzip eigentlich für alle Ausrüstungsgegenstände, kommt es nicht auf die Marke an. Es kann von Decathlon sein, es kann von AK tollstes Elchleder sein. Es kommt darauf an, wie ihr das einsetzt, wie der Hund auch mit dem jeweiligen Material zurechtkommt. Und es kommt darauf an, dass der Hund gehorsam ist. So dass wir im Bereich der Leinen verschiedene Möglichkeiten haben. Wir haben hier so eine ganz schöne Leine, selbst gemacht von einem tollen Leinenmacher aus Battenberg. Die kann man sich hier gravieren lassen mit verschiedenen Sachen, kann man mehrere Sachen dran flechten. Wir haben aber gleichzeitig hier auch die allerbilligste Leine aus dem Sale von Grube. Farmland, keine Ahnung, hat wahrscheinlich nicht mal 10 Euro gekostet, erfüllt aber vom Prinzip den gleichen Zweck. Eher teuer, eher günstig, sie begrenzen den Hund und das ist das, was eine Leine soll. Das heißt, die Leine muss vor allem sicher, fest und robust sein. Was sie am Ende gekostet hat, interessiert eigentlich auch nur auf dem Boulevard und nicht auf der Yacht. Zwei Dinge, die ich noch relativ häufig nutze, ist der Furminator. Keine Schleichwerbung, einfach ein gutes, bewährtes Produkt, findet ihr auch hier unten in der Beschreibung. Und das Doctra Pathfinder. Ich brauche das oder ich nutze das, weil ich mit meinen Hunden nicht ausschließlich jagdlich unterwegs bin. Und wenn die Gehorsamkeitsausbildung mal nicht so gelaufen ist, wie ich mir das persönlich vorstelle und der Hund doch mal beim Spaziergang ausbüchst, dann weiß ich wenigstens, wo er ist. Und bei der Drückjagd, beim Durchgehen mit den Hunden oder bei sonstigen klassischen Hundearbeiten, ist es ohnehin besser zu wissen, wo der Hund ist. Insofern, es gibt hier auch noch Konkurrenzprodukte, Garmin, wie heißt das dritte? Ich komme gerade nicht drauf. Jedenfalls, ich nehme das und bin eigentlich sehr zufrieden. Außer bei Regenwetter, weil das wird übers Handy gesteuert und Regen und Handy, Touchscreen, das ist immer so ein bisschen nervig. Ja, dann habe ich hier noch einen ganzen Schwung an anderen Sachen dabei. Ich bleib mal bei den Leinen und bei den Halsungen. Hier von der Firma Carnihand, das sind Franzosen. Ich finde, die machen sehr gute und günstige Sachen. Das ist eine Koppel für zwei Hunde von der Serie Extreme oder Extrem. Finde ich sehr, sehr gut, nutze ich extrem häufig das Ding, also nicht extrem, sondern sehr häufig. dann haben wir hier so eine ganz, ganz einfache Biotane, lautlose Pirschleine für einen Hund, einfach umlegen, Hund unten festmachen, finde ich super praktisch und auch günstig, unzerstörbar. Und vor allem, was mir halt oft mal passiert, das Zeug verliere ich gern mal und dann ist es schön, wenn es nicht allzu teuer war. Hier kann man jetzt nicht so in die Kamera halten, weil da ist meine Handynummer drauf. Ich möchte nicht so viele Anrufe nach der Sendung haben. Einfach ein ganz einfaches, flexibles, eine flexible Halsung, dass wenn man mal eine Hasenspur macht oder wenn man den Hund irgendwo laufen lässt, dass
er noch ein bisschen sichtbarer ist. Zwei Sachen habe ich noch für die Grundausstattung. Einmal das klassische Geschirr. Ich sehe das oft bei Leuten, die nicht bereit sind, ihrem Hund wirklich bei Fuß beizubringen, wo der Hund dann im Geschirr hängt und im Geschirr weniger Nackenschmerzen produzierend ziehen darf. Finde ich fürs klassische Führen völlig unbrauchbar. Nutze ich aber beim Fahrradfahren. Ist ja klar, wenn der Hund mit neben mir Fahrrad fährt oder die Hunde, dann kommt er ans Geschirr und nicht an die Halsung. Dafür habe ich das. Und dann mein Kernutensil in der Hundeausbildung ist diese ACME-Pfeife, auch unten in den Kommentaren. Ich glaube, ich habe schon 20 oder 30 gekauft, weil die Fliegen sind nicht so teuer. Die fliegen rum, die habe ich am Schlüsselbund, die habe ich am Autoschlüssel. Die gehen mal kaputt und vor allen Dingen verliere ich die gerne mal, sodass ich wirklich in jedem Auto, in jeder Jackentasche immer mal so eine Pfeife habe. Das ist einmal der Triller und der Piff. Und der Vorteil aus meiner Sicht gegenüber Holz oder Hirschhorn oder sonst was für Pfeifen ist, dass das ein industriell genormter Ton ist. Und das heißt, wenn ich es verliere, was mir so zu eigen ist, und dann kaufe ich es nach und habe einfach den identischen Ton wieder. Das ist bei einem Naturprodukt nicht immer hundertprozentig der Fall. Und der Hund versteht dieses Signal, egal wer es ausstößt. Ob meine Tochter oder meine Schwiegermutter in den Triller pfeift, ist am Ende egal, weil Triller ist Triller. Und dann kommen wir zu einer Spezialausstattung. Hier haben wir noch was, das machen wir ganz am Schluss. Das hier ist ein Taubenwerfer. Bei solchen Produkten muss man schon mal schauen, wie die länderspezifische Rechtslage zur Ausbildung von Hunden an lebendem Wild ist. Aber so ein Taubenwerfer kann natürlich auch mit Apporteln, mit geruchsimprägnierten Gegenständen benutzt werden. Ist sehr praktisch, weil man in der freien Suche den Hund auf Dinge konditionieren kann. Und hier haben wir ein nicht nachsuchen Geschirr, sondern eine nachsuchen Halsung. Ein ganz klassischer Schweißriemen ist es nicht. Er ist aus Biotane, er ist farbig, aber er ist wasserabweisend und hängt sich im Gegensatz zu vielen anderen Produkten nicht so auf. Und wir haben hier die typische Nigelo-Schweißhalsung. Sehr breit, sehr stabil. Der Hund soll sich da nicht dran aufwürgen, sondern er soll am besten ruhig die Schweißfährte verfolgen. Das sind so die Dinge, die ich standardmäßig benutze. Und dann ganz zum Schluss möchte ich noch eine persönliche Empfehlung geben. Ich hatte es vorhin schon mal in die Kamera gehalten. Das ist dieses Buch, der Granderath Hundeausbildung, Hundeabrichtung. Muss man unterscheiden. Ausbildung, wir bilden Menschen aus und wir richten Tiere ab. Finde ich auch persönlich eine ganz elementare Entscheidung, Unterscheidung, das zu unterscheiden, weil wir dazu neigen, Tiere zu humanisieren und das wollen wir ja nicht. Und Granderath schreibt hier auf Seite 13, Hundedressur ist einfach, sogar spielend leicht. Schwer ist lediglich die Abkehr von der gedankenlos nachgeplapperten und trotz aller Gegenbeweise immer wieder geglaubten Klugheit des Hundes. Außerordentlich schwer sind Selbstbeherrschung, das, was ich heute Morgen gesagt habe über die Disziplin, eiserne Nerven, nie versagende Geduld und hier kommt das Wichtigste, und kameradschaftliche Einstellung zum Hund zu erzeugen, durch die allein Erfolg errungen wird. Das ist, finde ich, für ein 50, 60 Jahre altes Buch eine sehr moderne Einstellung und ich habe aus diesem Buch mega viel gelernt. Danke an den Hundeabrichter, der mir das bei Facebook hingewiesen hat. Und dann zum allerletzten Schluss ein Gegenstand, den eigentlich alle Hundebesitzer kennen, nicht nur die Jagdhundeführer. Der Futterbeutel. Wir haben hier drin ganz normales Standardfutter. Und wir haben das so bei uns, oder ich habe das so bei mir, um mir nicht jede Jackentasche mit Hundefutter zu versauen. Und weil ich das auch irgendwo mal zwischendurch verstecken kann. Mit der Farbe finde ich selber leicht wieder. Und es ist einfach ein Gegenstand, den ich relativ häufig dabei habe, um einfach in alltägliche Gegenstände kurze Denk-, Such- oder Arbeitsaufgaben einzubauen. Und wenn man sich diesen ganzen Haufen hier anguckt, dann stellt man fest, so ein Hund macht nicht nur Arbeit, sondern kostet eben auch Geld. Er kostet Versicherung, kostet Futter und kostet eine Menge Kladderadatsch, den man ausgibt. Und insofern kauft vielleicht, wenn ihr jetzt irgendwann darüber nachdenkt, euch den ersten Hund anzuschaffen, nicht alles Mögliche, sondern schaut erstmal, wo die Reise euch mit dem Hund hinführt und investiert dann sinnvoll und klug, weil Zeugs kommt über die Jahre sowieso zusammen, das kann ich euch versprechen.
Und wenn euch das heute ein bisschen gefallen hat, dann freue ich mich über ein paar Kommentare. Gerne auch das, was ich noch besser machen kann, wo ich noch mal links oder rechts schauen kann. Und in dem Sinne viel Weidmanns und suchen heil mit euren Hunden. Elias, vielen Dank. Ja, gerne. Das war sehr aufschlussreich. Für mich auf jeden Fall. Ich hoffe, schön, für euch auch. Ich kann jetzt hier versprechen, dass wir Elias bestimmt auch noch mal wiedersehen hier auf dem Kanal. Weidmanns Film. Ne? Weil wir gerne dann noch ein Porträt mit ihm drehen würden, aber dann eher in der Winterzeit. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen spannender, weil du da komplett in Action bist. Ne? Die Hunde, ich bringe die nur dahin, wo es gilt. Ja. Okay, vielen Dank. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt gerne ein Like und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut und wir gehen jetzt ein Bier trinken. Tschüss.